Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, vor 6 Wochen habe ich hier im Hohen Hause gesagt, dass ich hinsichtlich der Fragestellung Abgeordnetengesetz, auch wie schön, dass diese transparenten Listen, die zum Teil, wenn ich das von hier aus richtig sehe, auch Aufkleber enthalten, nicht den Gepflogenheiten des Hauses entsprechen. Sie wollen damit entgegen der üblichen Übung hier im Haus das Wort und Widerwort, die parlamentarische Debatte bestimmen. So, ich bitte Sie jetzt und fordere Sie jetzt nachdrücklich auf, dieses Verhalten zu unterlassen. Nein, ich lasse keine Wortmeldung zu. Ich würde jetzt gerne für einen kurzen Moment diese Sitzung unterbrechen, um mich mit meinem sitzungsleitenden Präsidium zu beraten. Bitte die Kolleginnen und Kollegen drin zu bleiben. Es dauert nicht lange. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, hier und zu Hause. Danke, dass wir heute noch mal über unseren Gesetzentwurf reden dürfen. Transparenz, das ist ja ein wichtiges Thema. Es ist super, dass wir hier so häufig drüber reden. Ach nee, das ist ja gar nicht unser Entwurf, das ist ja nur die billige Kopie. Frau Wehr, die Westen, haben Sie gerade gesagt, das ist ein hilfloses Signal, aber das mag sogar so sein, denn bei dem Entwurf, der hier vorliegt, von anscheinend allen hier im Haus vertretenen Parteien, nur nicht uns, wird immer wieder gesagt, wir wären nicht kompromissbereit. Tatsache ist doch, mit uns wurde überhaupt nicht über diesen Entwurf geredet und darüber, ob wir in diesem Bereich Ihnen auch entgegenkommen können, trotz aller Signale, die wir vorher in diese Richtung gesendet haben. Meine Damen und Herren, die Fraktionen von SPD, Grünen, CDU und FDP haben sich im Hinterzimmer dieses Landtags abgesprochen und präsentieren uns jetzt hier Gesetzentwürfe zum Thema Vetternwirtschaft, haben wir schon darüber geredet, und zum Thema Offenlegung der Nebeneinkünfte von Abgeordneten. Damit schreiben Sie sich Transparenz auf Ihre Fahne, Sie schreiben sich eine weiße Weste über und Sie verkaufen das dem Bürger dann als Erfolg. Aber was steht denn tatsächlich drin in den Gesetzentwürfen? Sie bauen da ein schwammiges Stufenmodell für Nebeneinkünfte. Stufenmodelle, meine Damen und Herren, die sind nicht transparent, die sind genau der Inbegriff von getrübter Wahrheit. Und obwohl Stufenmodelle als Lösung bereits seit Peer Steinbrück und seiner Kanzlerkandidatur immer wieder durchgefallen sind, verkaufen Sie das hier als vermeintlichen Fortschritt. Sie können es in unserem Gesetzentwurf nachlesen, aber ich erzähle es auch gerne nochmal. Ihr Gesetzentwurf geht einfach nicht weit genug. In Ihrem Gesetz ist zum Beispiel, und ich wiederhole mich da, keine Spur zur Angabe von Zeitaufwand der ausgeübten Nebentätigkeit zu finden. Ein Beispiel, ein fiktives Beispiel. In Ihrem Gesetz fehlen uns die Angaben, wie viele Stunden ein Abgeordneter zum Beispiel als Anwalt für ein Unternehmen in der Fracking-Branche arbeiten könnte. Es fehlen die Angaben, dass hier ein Abgeordneter den Großteil seiner Zeit lieber in Versicherungen macht, als sich um die Belange der Bürger zu kümmern. Es fehlen Angaben über ehrenamtliche Tätigkeiten, obwohl auch die können einen Interessenskonflikt auslösen. Und Interessenskonflikte, die wird es in der Politik immer geben, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber gerade darum müssen wir das dem Bürger transparent machen. Der Bürger muss die Grundlage der Entscheidung seines Volksvertreters kennen, um ihm vertrauen zu können. Und das alles spielt in Ihren Entwürfen keine Rolle. Ihre Entwürfe sind kein Fortschritt in der Debatte, sie sind Stillstand und zementieren diesen. Das ist keine Transparenz. Durchsichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist höchstens die politische Taktik dahinter. Denn seit 2012 haben wir Piraten hier immer wieder die Offenlegung der Nebentätigkeiten im Landtag gefordert. Herr Kollege Meisching, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schulz von den Piraten sehr gerne. Vielen Dank, lieber Michel Meisching, dass du die Zwischenfrage zulässt. Gibt es möglicherweise eine Erklärung dafür, dass, wie Frau Kollegin Bär eben erklärte, ja die Grünen schon seit Jahr und Tag die Nebeneinkünfte auf Cent genau vom ersten Cent an veröffentlichen, wir im Übrigen auch, dieser Gesetzentwurf, an dem die Grünen mitwirken, das aber eben im Gegenteil nicht gewährleistet. Gibt es dafür eine Erklärung? Ja, die Grünen
Und das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann. Die Grünen kennen dieses Modell der parlamentarischen Zwänge. Und das hier scheint ein solcher Zwang zu sein, einen Kompromiss, einen faulen Kompromiss eingehen zu müssen, obwohl man sich immer wieder und bis vor kurzem noch hingestellt und gesagt hat, unter dieser Forderung geht nichts. Aber ist okay. Also wie gesagt, durchsichtige, durchsichtige politische Taktik. Seit 2012 haben wir die Nebentätigkeit, die Offenlegung hier gefordert. Im letzten Jahr haben wir auch über das Verbot der Beschäftigung von Verwandten, und zwar bis zum vierten Grad, hier geredet im Landtag. Die zweite Lesung unseres Gesetzentwurfs und die Ablehnung war am 10. Juli 2013. Bei der Offenlegung von Nebentätigkeiten haben wir auch lange mitgespielt. Das wird heute hier so ein bisschen verschwiegen. Und wir haben dann beim letzten Plenum mit unserem Entwurf klargestellt, mit unserem Gesetzentwurf, dass wir nicht mehr warten wollen und warten können und dass es endlich Zeit wird. Und jetzt legen Sie einen entschärften Entwurf vor und dann feiern Sie sich selbst für diese gute Tat. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir machen heute hier deutlich, was mit echter Transparenz gemeint ist. Denn während Sie sich hier in den weißen Westen auf die Schulter klopfen, haben wir die transparenten Westen an und wir zeigen, was in unseren Innentaschen drin ist. Das sind keine Aufkleber, Frau Präsidentin, das sind die Nebeneinkünfte auf den Cent, genau. Auch Ihnen, liebe Kollegen von und Kollegen von SPD, Grünen, CDU und FDP, würde so eine Transparenz gut stehen, obwohl ich das mit der Transpiration zugebe. Vertrauen ist gut, aber Transparenz ist einfach noch besser. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Maschinen.